wenn wir an Asien denken, an asiatische Musik, dann spielt jeder erstmal nur die schwarzen Tasten auf dem Klavier. Und dann sagen alle, das klingt voll chinesisch oder asiatisch, aber dass es da so viele Differenzierungen und verschiedene Teile einfach dazwischen gibt, das ist einem natürlich erstmal nicht bewusst. It is a western part of Tokyo. Kunitachi is the music school and it's maybe largest university in Japan. Es gibt eine Partnerschaft zwischen dem Kunitachi College und unserer Hochschule. Und die hatten sich mit einem Vorschlag an uns gewandt, ob wir Interesse hätten, dieses Projekt anlässlich ihres Jubiläums mit ihnen gemeinsam durchzuführen. 2016 is our 90th anniversary. So we had several big projects during 3 years, but also we had two international collaborative projects. One is with Thailand, and one is your school, Karlsruhe. But both are focused on show. So the project with Thailand, it's focused on traditional music, but with your school, focused on contemporary music. Die Idee war die, dass zunächst eine japanische Delegation uns im Januar 2016 besucht. Allen voran natürlich Frau Professor Miyata, die eine sehr berühmte Schauspielerin ist. Frau Miyata hat alles gezeigt, technisch und wie funktioniert. Und ich habe selber auch probiert. Das war sehr gut, dass ich selber probiert habe. Und ich weiß wirklich, wie funktioniert. Und dann habe ich Idee bekommen beim selber probieren. I have original instrument made of bamboo. It has 17 bamboo pipes and each bamboo has metal reed inside. When I put the finger on the hole and blow, it makes sound. Without finger, there's no resonance pipe, so nothing. Also in Korea gibt es auch sehr ähnliche Show, heißt Senghuang. Und vielleicht für Europäer ist es ein exotisches Instrument. Und das hat mir sehr fasziniert selber auch. Also es klingt wie Orgel, aber ganz dünn, aber es gibt einen besonderen Klang, also ganz, und kann man sehr gut mit Akkord, also harmonisch bauen. Das hat mir sehr fasziniert. In traditional Chinese thinking, the shou imitate the voice of phoenix. And this shape means the figure of the wing of the bird, wing of phoenix. Ich habe mich konzentriert erst die ziehende Energie so bab oder so bab plötzlich oder so so langsam bab, so Sachen. Am Anfang fängt Show an und danach mit Cello und Geige zusammen. Und dann plötzlich Show. Dann wird es leise. Zunächst mal war die Form äußerst ungewöhnlich. Das Stück beginnt mit Show Solo und endet mit Show Solo. Aber nicht unbedingt in dem Sinne, dass da ein
Bogen geschlagen wird, also dass zum Anfang zurückgekehrt wird, sondern man hatte den Eindruck, dass die Show beginnt, sie beginnt nur mit einem Ton. Die Instrumente kommen dazu und die Instrumente haben einen expressiven Duktus. Also sie hat sich auch nicht gescheut davor, die Streicher mit Vibrato arbeiten zu lassen, also mit expressiven Mitteln. Ich wollte so zurückschauen, was ich gemacht habe. Ich wollte das Stück als ziehende Energie, so ein bisschen Erinnerung, Altes und Neues. Also jeder hat so viele Erinnerungen und die Erinnerung kommt manchmal sehr plötzlich. Und ich wollte das richtig zu erinnern, aber es geht nicht. Und ich versuche so weiter zu erinnern. Ich hatte den Eindruck, dass hier tatsächlich auch europäischer Expressionismus gegen den Klang der Show geschnitten wurde. Und das war unheimlich spannend zu hören. Das ist David Eisen, von dem Sie das hören. Hi. Die Projektidee einfach schon dieses Austausches, die war eben so ausgelegt, dass wir als westlich geprägte Musiker unseren eigenen Zugang zu dem Instrument finden und vielleicht dann auch verklanglichen können, sodass man neue Herangehensweisen dann auch hören kann. Und dann kam halt doch durch, dass es eher präferiert wird, keine total virtuosen und komplizierten Sachen zu schreiben, sondern eher in dieser eigentlich eher traditionelleren Haltung zu bleiben, die eben lange Liegetöne vorsieht und eben, ja, den stehenden Klang so in den Vordergrund rückt. Und das war schon mal der erste Punkt, wo ich gesagt habe, gut, die Show wird diese Rolle irgendwie auch in meinem Stück einnehmen und irgendwie etwas eher längere, fadenartige oder eben eine gespannte Rolle einnehmen. Und das Ensemble wird dann irgendwie drumherum agieren und bekommt dann wahrscheinlich eher diese virtuoseren Teile ab oder eben schwieriger zu spielenden Sachen. Die Probe war unfassbar gut. Also es wurde schon im Voraus immer gesagt, ja, mein Stück ist das Schwierigste. Und das dachte ich mir auch schon. Ich wusste natürlich nicht, was die anderen erstmal geschrieben haben. Aber es gibt auf jeden Fall viele, viele Stellen, die ihre Schwierigkeiten haben. Und das Ensemble hat sich da wahnsinnig gut vorbereitet. Und ich musste heute, also wir hatten eine Stunde Probe, ich war mir nicht sicher, ob eine Stunde reichen wird. Und wir haben 40 Minuten gebraucht und dann hatte ich nichts mehr zu sagen. Davids Stück hatte sozusagen eine außermusikalische Vorstellung, nämlich dass ein Material überdehnt und gebogen wird und aus diesen Spannungsverhältnissen, die daraus resultieren, sozusagen Musik entsteht, ja, also aus der Vorstellungswelt darüber. Und ich glaube, dass ihm das ganz gut gelungen ist. Man kann das als Hörer auch sehr gut nachvollziehen, dass nämlich die permanent aufsteigenden Tonhöhenverläufe nur an wenigen Stellen gebrochen werden, und zwar immer da, wo man das Gefühl hat, dass eine bestimmte Energie sich aufgestaut hat und es wieder zu einem Entspannungsprozess führt. Bei der Showspielerin kam es gut an, weil ich nicht so schwer für sie geschrieben habe erstmal. Also wir sollten ja schon Ende Juni Skizzen abschicken. Da hatte ich nur sehr vage Skizzen, die eigentlich vor allem auf Text basiert waren. Und als wir dann eben Ende September die Stücke dann komplett abschicken sollten, kam bei mir eigentlich nur ein Okay zurück. Als die Stücke dann fertig waren und wir hatten relativ frühe Deadlines angesetzt, damit dann Frau Miata auch genug Zeit bekam, um die Stücke sozusagen durchzuschauen, auch auf ihre technische Machbarkeit hin. Und das war sehr unterschiedlich. Also bei manchen Stücken gab es überhaupt kein Problem. Bei manchen Stücken war das eine etwas langwierigere Auseinandersetzung. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich mich mit der Show beschäftigt habe, dass die Show in der Gagaku-Musik die Rolle hat, immer lange Töne zu spielen, lange Akkorde, sehr ruhig, alles
Und im ersten Moment dachte ich, was ist, wenn ich der Show Bewegung gebe? Das ist genau das, was er eigentlich nicht macht. Das wollte ich unbedingt ausprobieren. Ich dachte, es ist spannend, wenn der auch Melodieverläufe hat. Eigentlich hatte das ganze Stück als zentrales Element die Glissando-Figur. Die hört man jetzt leider nur noch am Ende, weil ich das Stück revidieren musste. Katrins Stück war das einzige Stück für Show Solo. Und Katrin hatte, glaube ich, auch, sagen wir mal, die größte Diskussion mit Frau Miata im Vorfeld. Katrin hatte nämlich sich sehr intensiv mit der Show beschäftigt. Und zwar nicht nur aufgrund der Informationen, die sie auf dem Workshop bekam im Januar 2016, sondern auch aufgrund anderer Quellen. In meinem Fall war es so, dass ich dort selber auch Sachen ausprobiert habe und das mit diesem Glissando sehr schön fand. Allerdings, als ich das ausprobiert habe, kamen schon gleich alle gerannt und dachten, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Weil dieses Glissando gibt es in der traditionellen japanischen Musik mit diesem Instrument nicht. Und das war ganz einfach. Also eigentlich ging es sehr einfach, das Glissando zu produzieren. When we play traditional music, we never stop. We never use breath. In traditional music, this is traditional music. Now we are a little bit familiar to this kind of techniques, but it's still unusual. Allein dadurch, dass wir für dieses Instrument schreiben können, müssen wir auch die Möglichkeit haben, was auszuprobieren, was eben nicht in der Tradition des Instruments liegt. Wir können gar nichts schreiben, was irgendwie traditionell japanisch ist. Also bis vor dieser Probe dachte ich, ich habe die Grenze weit überschritten. Aber das sind Erfahrungswerte und die macht man nur, indem man es ausprobiert. Die erste Reaktion, die von Frau Miata kam, war äußerst detailliert und es war auch die detaillierteste von allen vier Stücken, sodass Katrin dann ihr Stück revidieren musste. Manche Dinge aber gelassen hat. Obwohl Frau Miata es problematisch fand. Und interessant war, dass sich am Ende, und wir hatten das eigentlich vorher schon immer auch gesagt, warte mal ab, wahrscheinlich wird Frau Miata das perfekt spielen, obwohl sie skeptisch ist. Und so war es nämlich tatsächlich auch. Und die Entscheidung von Katrin, besonders am Ende des Stücks, die Glissandi zu verwenden, hat sich absolut ausbezahlt, weil das ist einer der poetischsten Momente im ganzen Stück. It is good. It is necessary to break the history, break the tradition, and make another new sound. That is very important. Walzer
Der Name ist Holz, aber gleichzeitig heißt Balsa Schiff auf Spanisch. Oder nicht Schiff, eher Boot, so ein kleines Boot. Und ich fand den Namen poetisch. Aber die Verbindung zu dem Stück ist eine ganz direkte Verbindung eigentlich. Bei Andrés gab es ja eine Spezialität. Und zwar hat er kleine Kontaktlautsprecher auf den Korpus des Kontrabasses aufkleben lassen. Und über diese Kontaktlautsprecher wurden Samples abgespielt, die dann sozusagen im Resonanzraum des Kontrabasses erklingen konnten. Alle die elektronischen Klänge, die man hört, habe ich selber mit Balsa-Holzstücken generiert, indem ich mit einem Lautsprecher auf Balsa, kleine Balsa-Holzteile sie zum Schwingen gebracht habe. Dann wackelt es. Und, so, und das habe ich dann aufgenommen. Das ist ein Konzept, das sehr selten ist und das äußerst spannend ist, weil meistens ist die Elektronik andersrum. Das Instrument füttert das Mikrofon und den dahinterliegenden Computer mit Informationen, die dann verarbeitet werden und über Lautsprecher wieder in den Zuschauerraum zurückgeschickt werden. Und bei ihm war es sozusagen umgekehrt. Die Informationen wurden in den Kontrabass hinein gelenkt. Sie flossen sozusagen in den Korpus hinein des Kontrabasses und kamen von dort aus zu Gehör. Dazu kommt noch, dass die Schwingungen elektronisch angeregt worden waren, haben auch einen Einfluss auf die Saiten gehabt. Das heißt, zum Beispiel bei Flageolets, die Kontrabassistin hat mir gestern erzählt, es wäre eine seltsame Erfahrung gewesen, sie zu spielen, weil die Saite plötzlich ganz anders schwingt. Ne? Es gab auch manchmal eine sehr direkte Mischung zwischen dem live generierten Klang und dem anderen. Also es ist ja auch live, das ist das Spannende, ne? Das Instrument reagiert auf diese Klänge dann. Ich finde es sehr spannend und es hat so eine antike Qualität. Das erste Mal, dass ich das gehört habe, war in Lachenmanns Oper, das Mädchen mit dem Schwefelhölzern. Das ist wie ein Wesen aus einem anderen Planeten. Und tatsächlich ist das etwas, was man sich in der neuen Musik oft sucht. Klänge, mit denen man selber nicht vertraut ist, um eine Musik zu machen, die mindestens für einen selber erstmal als neu erscheint oder als spannend oder frisch. Ja, und zu wissen, dass diese frische Luft sozusagen woanders eine riesige Tradition hat, wahrscheinlich ist das auch der Klang selber für Leute hier eine Referenz oder hat spezifische, auch gesellschaftliche Assoziationen und so. Und diese Reichheit sozusagen des mir Unbekannten finde ich sehr, sehr interessant. They worked very hard and also they were so enthusiastic and I enjoyed very much to work with them. When I read the score, read their music, I felt that they had a lot of work. Und dann haben wir gesagt, aber dann können wir doch unmöglich am nächsten Tag schon abreisen. Und deswegen war dann die Entscheidung zu sagen, wir bleiben auf jeden Fall noch 3 Tage zusammen und erkunden diese 3 Tage gemeinsam Tokio. Und auch das war sensationell, das war eine Freude, es war einfach, hat uns alle sehr beglückt. Wir haben in den 3 Tagen zwar natürlich nur einen Bruchteil von Tokio erleben können, aber wir haben dann einen Tag gesagt, da kann jeder auf eigene Faust die Stadt erkunden. Am zweiten Tag hat uns Herr Ando, der sozusagen der Cheforganisator war von Seiten des Kunitachi College und der sich wirklich sensationell um uns gekümmert hat, der hatte sich da auch nochmal freigenommen und hat uns an diesem Tag durch Tokio geführt,
vor allem durch den historischen Teil, sage ich mal. Also wir waren im Kaiserpalast, wir haben verschiedene Schreine und Tempel besichtigt. Und am letzten Tag haben sich zwei ehemalige Studenten von mir, japanische Studenten, die mittlerweile ihr Studium beendet haben und nach Tokio zurückgekehrt sind, bereit erklärt, uns ebenfalls durch Tokio zu führen. Und von denen haben wir dann wieder eine ganz andere Seite von Tokio kennengelernt. Wir haben uns auf dem Fischmarkt getroffen. Wir sind in einen Park gegangen, haben dort in einem Teehaus grünen Tee getrunken. Das sind Dinge, die hätten wir wahrscheinlich so nicht gemacht, wenn wir nicht die Führer gehabt hätten. Sind schließlich noch in das Manga-Viertel von Tokio gegangen und haben uns gewundert, um dann am Abend wieder gemeinsam essen und trinken zu gehen. Das war im Grunde der Abschluss des Hauptprojekts, aber den Lernprozess zu beschreiben, der bei diesem Projekt noch stattgefunden hat, das ist natürlich unheimlich schwer, weil sich das auch oft erst später zeigt, was solche Projekte individuell ausgelöst haben. Auf die Stücke bezogen kann ich sagen, dass es offenbar so war, dass die Herausforderung für dieses zunächst fremde Instrument für alle vier zu Ergebnissen geführt hat, die sie sich vielleicht so vorher nicht ausmalen konnten und die auch ihre eigenen Erwartungen überstiegen haben. Dass das, was überhaupt nicht kalkulierbar ist, also das Risiko, das man eingeht, sich am Ende eben ausbezahlt. Man muss immer als Künstler Risiken eingehen und eingehen wollen. Und ich glaube, das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, dass es belohnt wurde, dass sie diese Risiken eingegangen sind. I really want to play these four composers' music again in Japan or in Germany, in Europe. I really want to play again.